Jetzt hat er einen richtig guten Moment. Denn der Wind kommt ihm entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aufwind aus allen, aus vollen Rohren jetzt von unten. Wenn er jetzt los kann, und er kann los, na dann, gute Reise. Das kann weit nach unten gehen. Und es geht auch weit nach unten. Der weiteste Flug mit Ansage bei diesen Bedingungen, die sich hier boten für ihn. Marius Lindwig, 242 Meter, bis auf 2 Meter ran an den Schanzenrekord. Weil er hier gut startet, das ist prima, ist ruhig in der Luft und dann lässt das einfach gehen. Bleibt locker, trotz dieser kleinen Schläge, hält die Spannung. Das muss hier auch bei dieser Weite und verlegt den Anlauf nochmal nach unten für Ryoyu Kobayashi. 2 Stufen sind es nochmal. Der kriegt jetzt noch mehr Bonuspunkte deswegen, aber hat auch den niedrigeren Anlauf, die niedrigere Anlaufgeschwindigkeit, nur knapp über 101 km/h. Der Qualifikationssieger macht trotzdem noch eine Menge draus und segelt auch ganz weit nach unten. Der Aufwind ist immer noch zu gut für diese Anlauflänge, um da im roten Bereich zu bleiben. 242,5 Meter, nochmal einen halben Meter draufgesetzt. Jetzt ist es eine echte Weitenjagd hier am Kulm. Mit dem verkürzten Anlauf kommt er sogar da unten an. Bei starkem Aufwind. Und das ist gut für ihn gewesen jetzt, denn sein Sprungstil ist genau auf diese Bedingungen sozusagen abgestimmt. Da diese Reisiglinie, die da unten liegt, das sind die 244 Meter. Der Schanzenrekord von Peter Preutz, der jetzt hier in Gefahr gerät, zunehmend. Und der geht jetzt auch in Führung damit, weil er eben diese hohe Pluspunktzahl für den Anlauf, den verkürzten, dazu bekommt. Ist doch, ja. Niedrigere Anlaufgeschwindigkeit für ihn jetzt. Die Höhe ist aber trotzdem okay gewesen, die er da mitbekommen hat. Und auch der kann den Wind unten, der immer noch hilft, nutzen. Ein Alleskönner, der ist doch. Auch ein Allesgewinner. Auf allen Schanzengrößen, 232 Meter jetzt. Sie absolviert und klettert nach unten zum Start. David Kubacki. Auch einer mit Rechtsdrall. Oh, da ist er aber ganz schlecht weggekommen, schon ganz oben. Was macht denn der Wind? Er hat seine Richtung geändert und ist sehr viel schwächer jetzt. Also jetzt ist die Anlauflänge nicht mehr passend zu den Windbedingungen. 199 Meter für Kubacki. Noch mehr Punkte abgezogen worden. Er ist 28. und droht hier das Finale nicht zu erleben. David Kubacki. Und das ist ganz wichtig für die Weltcup-Gesamtwertung. Denn wenn er keine Punkte heute macht, die kriegen ja nur die besten 30, dann ist er aus dem Rennen raus. Karl Geiger jetzt. Was hat er für Bedingungen? Nicht so doll. Auf jeden Fall nicht so doll wie die Führenden im Moment. Aber gutes Tempo mitgenommen. Ist ziemlich nah am Ski. In der Luft. Macht aber gut. Macht das stark bei diesen Bedingungen. So viel Weite jetzt hier aus diesem Hang rauszukitzeln, ist extrem stark. 225 Meter. Kann Stefan Horngacher erleichtert sein, dass das jetzt so gut ausging? Was ist mit Stefan Kraft? Wind wird ein bisschen besser, leicht von der Seite, aber immerhin hilfreich von vorne. Das kann er nutzen, der Österreicher, der noch nie einen Flug abgebrochen hat. Der Weltrekordler! Der voll durchzieht, der es unbedingt jetzt endlich wissen will mit seinem Heimsieg. Der ihm noch fehlt, noch nie in Österreich gewonnen. Es muss jetzt langsam mal passieren, 230 Meter. Bei besseren Windverhältnissen. Timi Zajc aus Slowenien nur um 3 Zehntel am Weltcupsieg vorbeiflog. Piotr Zsuba, der als letzter gleich dran ist, hat sich da den Triumph gesichert. Zajc relativ langsam im Vergleich zu den anderen. Aber das ist ein ganz feiner Flieger, der auch aus niedrigeren Anlaufgeschwindigkeiten mit einer unglaublich guten Lage in der Luft noch viele Meter rausholen kann. 228,5. Roman Koudelka zur Verfügung. Hatte schon im ersten Durchgang mit einer Anlaufverkürzung vor seinem Start zu tun. Kaum mehr über 100 km/h hinaus beim Anlauftempo, aber wieder gut gelöst bis zum Schluss.
Dann verreißt sie ihm den Ski. Da ist es immer noch ziemlich schnell. 100 km/h und mehr kann man annehmen. 219 Meter und er fällt unglücklich auf die Seite. Und das ist jetzt schade, dass ihm das jetzt passiert. In der Luft ist er prima. Wirkt sehr sicher. Auch die Landung an sich ist noch gut. Hier und dann fährt der linke Ski weg. Löst sich auch gleich ein Teil von der Befestigung. Und dann knallt er auf den Hang, auf die Landebahn. Ach, sehr unglücklich. Ist jetzt aber wieder aufgestanden, kann ich Ihnen sagen, wenn Sie die Wiederholung noch mal sehen. Und wird da von den Helfern rausbegleitet. Ja, das waren diese Reisigdinger, die da wegfliegen. Also, ich finde es nicht gut, leider. Es wird darauf ankommen, jetzt mit diesem härteren Ski, den er hier zum Einsatz bringt, wieder sicherer in den Flug zu kommen. Wieder diese Störungen. Nee, geht gar nicht. Funktioniert nicht mit diesem Absprung. Wieder ein Rückfall in alte Zeiten, den wir hier erleben mussten. 109 fällt. Auch noch nicht den wirklichen Platzierungsdurchbruch in dieser Saison geschafft. Gestern war er mal Achter. Ja, der geht besser. Der geht besser und mit richtig viel Tempo durch. Einer seiner besten Auftritte bislang in diesem Winter überhaupt. 225 Meter kommen vom sechsten Platz nach dem ersten Durchgang. Es sind nur 3 Meter ungefähr auf Stefan Kraft. Er kann jetzt vorlegen, hat leider keine guten Bedingungen. Der Wind unterstützt ihn nicht, das mal ganz klar. Bisschen schief rausgekommen, hat gedauert, bis beide Ski richtig positioniert waren. Und da passiert auch ihm dieser ungünstige Moment am Start im Zusammenspiel mit den nicht mehr so guten Windverhältnissen. Das drückt ihn alles früher auf die Landebahn als gewünscht. 200 Meter. Ja, Karl Geiger, könnte man natürlich sagen, komm, brecht jetzt ab. Aber das Ergebnis wird dann eben nicht zählen, weil im Moment haben sie ja noch den Podestplatz. War ein bisschen unglücklich, dass man sie losgelassen hat bei den Verhältnissen, zweiter Durchgang? Ja, also jetzt langsam muss ich echt sagen, habe ich einen ziemlichen Hals, weil es die ganzen letzten Wochen schon mindestens Einsprung im Wettkampf nicht gut hat. Im ersten hat es anscheinend unten auch nicht gut. Ich suche sowas gerne, ungern als Ausrede, aber jetzt kotzt es mich gerade echt an. Darf man aber auch klar und deutlich mal sagen, wir wünschen dann, weil es jetzt weitergeht, viel Glück auf der Normalschanze. Hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt grünes Licht. Danke. Ja, aber es ist noch nicht alles vorbei hier. Gefragt an der einen oder anderen Stelle heute. Hat er das schon vermissen lassen, finde ich, bei Karl Geiger zum Beispiel, bei Gregor Stiebenzauer in der Qualifikation. Jetzt kommt Kamils doch. Nicht gut, auch für ihn der Wind. 214,5 Meter reichen aber jetzt fürs Doch, um nach vorn zu gehen. Ist ein bisschen schief weggestartet, nach rechts und dann was. Früh erledigt für ihn und Johansson bleibt vorne. 116 Meter, 60 Meter noch nicht mal erreicht. Fast 3 Meter Rücken mit dem Hang. Das war nicht vergleichbar jetzt. Das sind keine vergleichbaren Verhältnisse jetzt mehr. Bei Johansson war es sehr viel besser. Der konnte das nutzen. Und Karl Geiger und auch hier Kamils doch haben da einfach keine Chance ranzukommen. Selbst wenn der Absprung besser gelingen sollte. Ich meine, bei Slop jetzt eine kleine Ungereimtheit erkannt zu haben. Aber was willst du machen?